Damit die Zusammenarbeit zwischen Niederlanden und Nordrhein-Westfalen wirklich funktioniert, ist ja die eine Verbindung wirklich sehr wichtig, nämlich der Ausbau der Betuwe-Route. Was bedeutet das jetzt in Zukunft, in den nächsten Jahren, wenn gebaut wird, damit diese Verbindung weiterhin gut bleibt? Ich glaube, dass diese Linie wirklich ganz entscheidend ist für das weitere positive Wachstum auch der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen. Die Grundsatzentscheidungen sind ja auch alle positiv getroffen. In der Phase des Baus wird es natürlich nicht so sein können, dass die jetzt schon existierende Strecke gänzlich unbeeinträchtigt davon ist. Das heißt, wir müssen nach Lösungen suchen, wie diese Bauphase so aufeinander abgestimmt ist zwischen den Partnern, dass möglichst die Kapazität nicht zu gering wird und dadurch dann eine wirkliche Schwierigkeit entsteht. Daran versuchen wir gemeinsam zu arbeiten. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass es eine gute technologische Vernetzung gibt. Das ist ein Zukunftsthema. Was kann da besser werden, auch in der Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden? Ich denke, dass unsere große Challenge in die Zukunft ist, wie man die ganz große Güterstromen von Rotterdam nach Deutschland verführt. Da gibt es genug Kapazität auf der Maasvlakte, aber auch in den Schifffahrt und auf die Schiene. Ich glaube, es ist wichtig, dass auch die Digitalisierung von diesen ganzen Strömen beendet wird und optimiert wird. Die große Challenge für uns ist die Zusammenarbeit zwischen den diversen Parteien in die Kette, Logistikparteien, und auch zwischen den Behörden in beiden Ländern, damit die Güter so effizient wie möglich in Deutschland kommen und von Deutschland wieder nach Rotterdam. Herr Minister, wenn wir uns das jetzt so anhören bei dieser technologischen Vernetzung, was würden Sie sagen, was muss und kann das Land dazu beitragen? Wir wollen in der Tat das Thema Industrie 4.0, das ist ganz entscheidend auch für die Weiterentwicklung von Logistik, ja, ganz oben auf die Tagesordnung setzen. Da geht es um solche handwerklichen Themen fast wie Breitbandausbau, der ist eine wichtige Voraussetzung dafür. Aber es geht eben auch darum, dass wir die Wissenschaft noch stärker mit einbeziehen. Wir haben eine Reihe von Hochschulen, die sich um die Weiterentwicklung von Logistik und Industrie und der entsprechenden Vernetzung kümmern. Und ich glaube, dass wenn wir es schaffen, dass die Wissenschaft auf der einen Seite, die Infrastruktur auf der anderen, aber auch die Wirtschaftsunternehmen, die besser noch miteinander kooperieren, dass dann für den gesamten Wirtschaftsraum von Rotterdam bis hinein ins Ruhrgebiet beispielsweise oder auch der Rheinschiene, dass dann das wirklich eine Win-Win-Situation wird, wenn wir auch die gleichen technologischen Standards entwickeln, und zwar eigene und die nicht aus Amerika einkaufen. Ich glaube, da könnten wir durchaus noch ein bisschen was leisten. Herr Hennissen, wenn wir sehen, wie Nordrhein-Westfalen und die Niederlanden und dann auch konkret der Hafen Rotterdam im Moment zusammenarbeiten, würden Sie sagen, das ist gut so oder da kann noch mehr getan werden? Nein, noch nicht genug. Ich finde, es ist ein interessantes Thema. Ich glaube, in der Industrie arbeiten wir schon lange zusammen, auch zwischen die Politik. Ich glaube, auch die Kernzentren, die Universitäten, da gibt es vielleicht Möglichkeiten, mehr zu arbeiten. Da gibt es eine ganz große Logistikkompetenz hier in Rotterdam, aber auch in Nordrhein-Westfalen. Und es ist wichtig, dass wir die zusammenbringen. Und ich bin damit einig, dass es genug Ideen und Potenzial in Europa ist, um das auch in Europa zu entwickeln. Ein wichtiges Thema bei der Zusammenarbeit der Wirtschaftsstandorte Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden ist die Energie. Die Energiewende in Deutschland bestimmt dort auch den Industriestandort und die Wirtschaft. Jetzt ein neues großes Thema ist Flüssiggas, LNG. Was würden Sie sagen, wie wichtig ist das für das Miteinander auch? Ja, ich glaube, wir glauben in Rotterdam, dass LNG eine sehr interessante neue und clean fuel ist für die Zukunft. Auch für die Innenschifffahrt zwischen Rotterdam und Deutschland, Nordrhein-Westfalen. Und wir investieren daran strategisch und wir glauben, dass das auch für Nordrhein-Westfalen eine ganz gute Möglichkeit ist, um nachhaltige Brennstoffe einzusetzen in die ganze Transport über die Rhein. Also Stichwort Energiewende. Wie geht NRW denn damit um und was bedeutet das für die Wirtschaft des Landes? Wir haben ja in Deutschland sehr ambitionierte Ziele, einen ganz ambitionierten Zeitplan und deswegen sind natürlich gerade nordrhein-westfälische Unternehmen auch an dem Gelingen der Energiewende interessiert. Wir sind der größte Erzeuger in Deutschland, wir sind aber auch der größte Verbraucher
Und so ein neues Thema wie, oder relativ neues Thema wie LNG ist gerade auch für die Industrie und für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen von großer Bedeutung. Wir erleben jetzt schon, dass es viele Nachfragen gibt. Was passiert mit dem neuen Terminal in Rotterdam? Wie wird die Infrastruktur sein? Wie können wir daran partizipieren? Und insofern haben wir heute auch nochmal verabredet, dass wir dort enger zusammenarbeiten, dass die Wirtschaft Kreise bilden muss, in denen diese Themen diskutiert werden können. Damit deutlich wird, wir wollen an der Wertschöpfung, die durch dieses Terminal überhaupt erst möglich gemacht wird, wollen wir auch teilhaben. Und wir sehen das als wirkliches Zukunftsthema, das jetzt angepackt werden muss.